Moin, Servus zusammen. Ich sehe gerade schon, meine Kamera ist noch ein bisschen zu niedrig. So. Also. Servus zusammen. Ich sehe schon, ein paar haben sich versammelt. Nice. Wir zocken heute eine Runde Aura Kingdom. Ich probiere jetzt gerade auch was Neues so ein bisschen. Hab meinen Monitor ein bisschen umgestellt mit dem Chat. Ich hoffe, dass der, weil ich den jetzt in OBS integriert habe, dass der nicht zu sehr hinterherhinkt. Aber ich denke, das werden wir sehen. So. Ja, was gibt's sonst Neues? Ich habe, vielleicht hat es eine oder andere schon gesehen. Jetzt, wenn ihr auf meinem Kanal geht, das muss ich gerade selber einmal schauen, dann habt ihr unten diese Bananas. Diese Bananas sind so Kanalpunkte, die ihr einfach bekommt, während ihr im Stream online oder aktiv seid, kriegt ihr immer wieder so ein paar Bananenpunkte gut geschrieben. Und mit den Bananenpunkten könnt ihr dann irgendwelche Emotes starten, wie hier zum Beispiel für 150 Punkte. Ich habe Unbegrenzpunkte natürlich. Servus, was geht? Hier zum Beispiel, wenn ich hier dieses Emote mache, dieses Wackeln bitte, dann habe ich eben so, dass ich mit den Ohren dann einfach mal so dämlich hier rumchill. Und so habe ich mir ein paar Sachen einfach jetzt mal überlegt und falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was vielleicht sogar zum Kanal oder so passen könnt, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Ich bin da wirklich für alles offen. Was ich auch zum Beispiel hier drin habe für 2000 Punkte, weil das soll natürlich nicht Oberhand nehmen. Dieses macht dich 10 Sekunden zum Affe. Werde ich jetzt aber nicht vormachen, weil ja. Oha! Ah, servus! Meine neue Animation. Basti, ich danke dir viel, vielmals. Ehre geht raus, nur für dich. Wuhu. Aber meine neue Animation klappt auf jeden Fall. Was ich noch vorhab, und zwar, das war jetzt ja nur die erste Abo-Stufe. Wenn die zweite Abo-Stufe erreicht wird, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich zum Beispiel dann das so mache, dass derjenige dann auf Super Saiyajin 2 aufsteigt, bei der dritten Abo oder beim dritten Abonnement auf Super Saiyajin 3 natürlich und so weiter und so fort. Ihr versteht. Wie das Ganze geht, weiß ich aber noch nicht. Da muss ich mich erst noch ein bisschen informieren. Mario schreibt, Metal, Leute, und ein herzliches Willkommen beim Benny. Juhu, servus. Ich glaube, das wird halt wieder Vollgas eskalieren. Das merke ich jetzt schon. Huch, genau, und außerdem ist es so, gerade mit diesen Kanalpunkten, dass jeder, der abonniert, kriegt, ich glaube, hier steht sogar, nee, es geht erst ab Stufe 3 Abo, bekommt man doppelte Punkte. Ich kann mit diesen ganzen Faktoren leider nichts beeinflussen, weil die sind von Twitch so vorgeben. Aber, ja, ich denke. Ah, Basti, ich habe noch für dich was Tolles. Und zwar, das muss ich kurz einmal noch einstellen. Wisst ihr was? Bevor wir hier jetzt mit dem Zocken einfach anfangen. Oder einfach so lang. Gehen wir einmal auf die Testebene. So. genau, ich gehe einmal hier kurz in die Rollenverteilung rein. Und ich wollte dich ja noch hier einmal ummodeln. Und Mario, da du ist ja eigentlich auch immer so gut wie da bist, habe ich dir jetzt auch mal in Mod-Status gegeben. Das heißt, ihr zwei seid jetzt meine Mods. Muss gucken, wie ich das noch mit Domi mache. Der ist zurzeit nicht ganz so aktiv, deswegen habe ich dem den erstmal weggenommen. Ich glaube, ich kann sowieso nur zwei Mods machen, von daher kann gerade mal schauen. Ich könnte noch einen dritten Mod. Ach komm, scheißegal, kriegt doch mir auch Mod. Wohin der Geiz? So, jetzt sind wir wieder im Stream Manager drin. Habe ich irgendwas verpasst? Oh, vielen Dank auf gute Zusammenarbeit. Yo! Das ist auf jeden Fall, Waschi, ich danke dir da nochmal. Vielen Dank, ja, doch, vielen Dank für dein Angebot dafür. Wie das Ganze noch läuft mit Rechte hin und her, ich muss mich da echt erstmal reinfuchsen, ich habe da noch gar keine Ahnung. Aber ich arbeite dran und ja, dann schauen wir da mal weiter. Ich sehe gerade, wir haben hier, glaube ich, gar keine Musik.
Ja, hier läuft jetzt gerade nur mein Mikrofon. Mach dir keinen Stress. Alles klar. So, jetzt müsste Musik wieder da sein. Ich hoffe, dass sie nicht zu laut ist. Sonst kann ich die natürlich noch ein bisschen runterdrehen. Ich habe meinen Pegel immer so auf minus 40 bis minus 35 Dezibel. Und bisher war das meines Empfindens nicht zu leise und nicht zu laut. Sodass man mich halt trotzdem noch gut versteht. Genau. Heute zocken wir Aura Kingdom. Habe ich wirklich schon lange nicht mehr gezockt. Ich war vorhin nur ganz kurz drin mit einem bestehenden Charakter. Aber, ja, ich hatte irgendwie halt mal Bock auf ein Anime-MMO wieder. Und sowas gibt es noch nicht auf meinem YouTube-Channel. Und dann habe ich gedacht, weil ich sowieso die Livestreams dann auf YouTube hochlade, ich mache einfach mal ein Anime-MMO. Und ich habe Aura damals wirklich sauaktiv gespielt. Und ich denke, das beantwortet auch deine Frage. Und keine Ahnung, ich hatte das Spiel noch auf dem PC rumliegen, habe es halt ein bisschen geupdatet und so bin ich jetzt eben dazu, zu dem Schluss gekommen. Für den einen oder anderen, ich denke, es wird... Ah, du hast es selber auch mal gezockt. Ach, cool. Bei mir ist es 2, 3 Jahre, das ist bestimmt schon her, dass ich das aktiv gezockt habe. Genau, also für die, die es zum Beispiel nicht kennen, ich kann ja... Kann ich eigentlich meinen Chat hier irgendwie nach links rumziehen? Im Stream Manager? Okay, jetzt habe ich meinen Chat nur groß gemacht. Ich muss den ein bisschen kurz mal umpacken auf die andere Seite. Weil sonst habe ich ein bisschen Platzmangel hier am PC. So. Jetzt ist es deutlich besser. Jetzt habe ich ein bisschen einen besseren Überblick über den Chat. Jetzt brauche ich nicht immer komplett rüber gucken. Nur noch einmal so rüber speckeln kurz. Gut, also es gibt hier zig verschiedene Klassen bei Aura. Unter anderem, wir gehen es einfach jetzt mal schnell durch, würde ich sagen. Es gibt einmal hier die Schildset, ist so Tank, würde ich sagen. Da gibt es einen Berserker, der mit einer Axt kämpft. Man sieht hier rechts übrigens auch immer, wie die aufgestellt sind. Also gerade zum Beispiel auf Einzel-DPS, Flächen-DPS und so weiter. Ihr seht es ja. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal die kompletten Waffenarten durch, wo es gibt. Ich habe nämlich schon gesehen, es gibt auch neue. Ich weiß nicht, seit wann die dabei sind, aber klingt eigentlich ganz cool. Gibt es hier einmal Dolche. Pistolen, dann eine fette Wumme, dann gibt es eine Lyra, das müsste ein Heiler sein. Das Eidolon Gefarme war da ein bisschen anstrengend, wo ich es gespielt habe, war im hohen Level, das Level, ja, also die haben die Levelkurve inzwischen auch angepasst. Ich zum Beispiel habe einen Charakter auf Rang S1, das ist im Prinzip die Stufe nach 99. Ich weiß gar nicht, wie hoch das inzwischen geht. Bis 99 ging es damals noch relativ gut. Aber ab S1, da bekommst du bei voll vielen Sachen, wo dir davor EXP gegeben haben, geben dir jetzt zum Beispiel gar keine EXP mehr. Aber wie gesagt, die Levelkurve wurde mal angepasst. Aber ob da jetzt nochmal in der Zwischenzeit was kam, keine Ahnung. Da, wo ich das letzte Mal gespielt habe, wie gesagt, bis 99 ging es noch. Aber es richtig reingeballert hat, die Level 100, also die S1 Aufstiegsquest. Junge, Junge, ich muss gefühlt mein komplettes Equip erstmal auf mindestens plus 20 machen, damit ich ansatzweise mal eine Chance hatte. Und dann war das auch nur so Try and Error. Genau, dann gibt es einmal einen Magier mit auch relativ hohem Flächen-DPS. Den Foliant, das müsste mehr so Supporter-Klasse sein. Ja, hier sehe ich's. Habe ich jetzt aber auch noch nie gezockt. Dann gibt es Katar. Das sind dann solche ja, Krallen, wie ihr seht. Dann den Bogenschützen. Ein Katana. Finde ich übrigens ziemlich nice. Also einfach die Waffenart schon. Aber habe ich selber tatsächlich auch noch nie gezockt. Dann gibt es noch einmal Sense. Heiliges Schwert. Den Ninja. Also mit Wurfstern. Ein Lancer, der anscheinend auch relativ stark sein soll, was ich mal gehört habe. Und jetzt kommen die neuen Klassen, die ich selber auch noch nicht kenne. Und zwar wäre das einmal Gitarre. Yep, Gitarre. Vielleicht kennst du der ein oder andere, der hat damals WoW so einen April-Gag rausgebracht, dass die ein Ding machen wollten. Einen Barden, der mit einer Gitarre kämpft. Das habe ich letztens erst wieder gesehen, diese Werbung. Und da ich so, Alter, wie krass. Lieblingschar, Berserker. Tatsächlich ist Berserker auch mein Main. Also Berserker habe ich einfach nur gefeiert. Fürs Let's Play, beziehungsweise jetzt für den Livestream, will ich nur jetzt nicht noch meinen Berserker machen, weil ja, der ist eben für mich schon relativ alt, sage ich mal.
Und jetzt will ich mal eine neue Klasse spielen. Beziehungsweise ich habe eine Kombi, die ich eigentlich echt mega nice finde. Dann gibt es noch einmal den Sternenrufer, der auch, ich denke, wahrscheinlich auch relativ nice sein wird. Warum der Barde hier Gold dargestellt wird, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Und Sternrufer wird wahrscheinlich so ein Summoner sein oder so, wo ja, Pets eben beschwört. Die Gitarre gab es damals als Loot in WoW, glaube ich, in Karazhan. Ah, okay. Wahrscheinlich dann auch so als so Wiedergutmachung oder so. Ich glaube, dass dieser Werbespot auch enorm alt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt genau, aber ein bisschen wird der schon auf dem Buckel haben. Ja, und ich habe mich auf jeden Fall halt entschieden für Wurfstern mit Heiligem Schwert. Habe ich im Prinzip schon. Da habe ich Wurfstern als Main, aber ich habe noch nie Heiliges Schwert als Main gehabt. Aber man kann ab Level 40 fast eine Subklasse nehmen. Und ja, Heiliges Schwert fand ich immer eigentlich mega als Subklasse. Aber als Hauptklasse habe ich es tatsächlich noch nie gespielt. Juli, ihr habt Wackeln eingelöst. Gut, Juli, nur bin ich. Übrigens, Servus, dass du da bist. Grüß dich. Ja, einmal nur bin ich. Grüß dich, Juli, Servus. Oder was habt ihr so? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was ich als Charakter nehmen soll? Also ich habe mir gedacht, Heiliges Schwert zu nehmen. Aber wir können gerne auch, ja, bis auf Gitarre, das würde ich jetzt irgendwie nicht so gern spielen. Keine Ahnung. Ich stelle es mir irgendwie komisch vor. Mit der Gitarre. Nee, komm, wir bleiben einfach bei Heiligem Schwert. Ich frage da jetzt gar nicht lang rum. Nenn den Dude einmal Sonsex. Ich glaube, ich habe aber schon einen Charakter, der so heißt. Machen wir einfach ein JT hinten dran für YouTube. Oder machen wir ein TTV, weil wir jetzt hier auf Twitch sind. Ey, Juli! Ehre geht raus! Dankeschön! Ich weiß noch nicht, was Bits sind, aber ich danke dir. Nice! Vielleicht kannst du mich aufklären, für was man diese Dinger verwenden kann. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, hier gibt es einfach so Kostümvorschauten. Gerne, das ist Geld für dich. Hey, wie, das ist Geld für mich? Hey, jetzt hast du so einen Titel sogar, Bits Leader 1. Hey, chillig, das wusste ich noch gar nicht. Also ich habe mal von Bits mitbekommen, klar, aber oha, nice, Ehre. Bekommst du später mal ausgezahlt. Ach, krass. Juli! Dankeschön. Genau, wir gehen jetzt einmal kurz durch. Ich mache natürlich einen männlichen Charakter. Und, Alter, das geht ja hier richtig ab mit dem Drehen. Alter, was. Irgendwie ist die Maus gerade hier überempfindlich. Twitch-Konto und bekommst dann irgendwann ausbezahlt. Nice. Irre. Wir müssen übrigens bald mal wieder Rocket League zusammen zocken. Nochmal hier übrigens Glückwunsch zu Grand Champ. Nee, Loot Champion war's. Aber das ist auch schon richtig gut. Habe ich noch nie erreicht. Boah, da gibt es so viele Frisuren. Ich nehme aber meine übliche Sasuke-Friese. Von den Augen. Keine Ahnung, die finde ich eigentlich ganz chillig. Von der Haarfarbe würde ich sagen, machen wir so einen Blauton. Passend zum Kanal. Zum Logo. Und die Augen werden dann grau, wenn es sowas gibt. Und wir machen es andersrum. Blaue Augen haben wir. Ach, da war doch gerade grau. Machen wir einfach so. Champion 1, danke. Champion war es, genau, stimmt. Aber Hammer. Wie du geschrieben hast, hast du wahrscheinlich hart geschwitzt. Kann ich mir mal sehr vorstellen. Genau so. Du bist gerade kurz vorm Aufstieg. Und wenn du dann verkackst, Junge, Junge. Das haut dann halt übel rein. Gut, also so sieht unser Charakter auf jeden Fall aus.
Ich glaube, das ist ein bisschen zu übertrieben. Machen wir einfach so. Twitch Sunsex. Jetzt kommen wir unseren Eidolon. Das ist sozusagen unser Begleiter, der an uns gebunden sein wird, das ganze Spiel über. Ich sehe gerade, hier gibt es ein neues Eidolon. Ein Gaia-Geisterfuchs. Einzel-DPS. Heilen. Support. Kein Flächen-DPS zwar. Oha. Entschuldigung. Ich muss Haltung annehmen. Unbequem jetzt. Ich mach mal meinen Stuhl gerade, dann geht's vielleicht ein bisschen besser. Und ich muss mal, wie immer, den Ofen ausschalten. Ich heiz immer vorm Stream einmal ein. Ich mache meine Haltung sofort weiter. So. Ich heiz immer vorm Stream ein und dann lasse ich den Ofen brennen und dann wird's auf einmal sackwarm. Damit der Rücken gesund bleibt, mein Freund. Juli, falls du irgendwelche Ideen oder so hättest, was ich da noch reinmachen könnte. Ich bin da echt offen für alles. Ich habe gerade dieses Wackeln oder so oder dieses Dance. Das habe ich jetzt selber mal so eingefügt. Die restlichen sind natürlich die Standard-Emotes, kennst du ja selber. Falls du da irgendwelche coolen Ideen hättest oder so, dann... Du kennst mich ja auch ziemlich gut. Ja. Zum Beispiel für 500 Coins einmal fettes ABC rülpsen. War natürlich ein Spaß. So, wir nehmen, also es gibt einmal hier den Gaias Sohn, der ist ziemlich auf Einzel-DPS und Abwehr. Dann haben wir einmal Gaias Heilige, die hat 3 Sterne auf Heilen und 2 auf Support, also eigentlich auch schon ganz nice. Dann gibt es den Drachen, der auf ja, Damage hauptsächlich ausgelegt ist. Dann das Einhorn, was mehr auf Agilität geht. Ich denke, dass sich das vielleicht mehr für einen schnellen Charakter lohnen würde. Dann gibt es noch diesen Gaia-Geisterfuchs. Support und Heilen. Finde ich eigentlich ganz nice. Ich bin gerade echt am Überlegen. Die hat natürlich auch... gut, die macht sogar noch ein bisschen Schaden. Komm, da die neue... Nehmen wir einfach die hier jetzt mal. Charakter erstellen. Yo. Übrigens, ich habe noch eine Pfeife noch nicht dran gezogen. Was ist los mit mir? So, wir landen am Anfang im Tutorial, deswegen wir sehen hier oben auch noch nicht unser Level. Ich muss erstmal wieder gucken, wie die Steuerung war. Wir müssen hier erstmal unsere Waffe ausrüsten. Vom Sound muss ich kurz mal gucken, ob das soweit passt. Sollte aber gehen. Spielsound habe ich glaube eh ausgestellt. Was ich reinmachen könnte, sind vielleicht irgendwelche Effekte. Audio und Chatfenster. Soundeffekte. Huch. Die werden gleich enorm laut. Ich werde nicht, dass sie zu sehr eskalieren. Wassermarsch, ich habe leider nur Eistee da. Oh, ich mache sogar meinen guten Lipton für dich auf. Hat mir Jesse was mitgebracht. Ehre. Das ist mein absoluter Lieblings-Eistee. Wobei ich sagen muss, dieser Fused Tea Dash auch echt geil. Für 1500 Points eine Aktion im Spiel verbieten, für 10 Minuten. Muss halt einstellen, dass es nur alle 20 bis 30 Minuten eingelöst werden kann. Ah, mega. Stimmt, du hattest ja auch sowas, wie zum Beispiel, dass du bestimmte Wörter oder so nicht mehr sagen darfst. Eigentlich eine coole Idee. Könnte ich machen. Danke dir. So, Soundeffekte haben wir jetzt auf jeden Fall drin. Und dann starten wir mal mit dem Tutorial. Ich habe jetzt gefühlt wieder eine halbe Stunde gelabert. Wir kommen halt noch gar nicht voran, aber meine Güte. Soll so sein. Hätte ich auf jeden Fall Juli deinen Vorschlag befolgen können. Und Just Chatting so lang machen. Dann müssen wir glaube hier... Ach, da geht's rein. Lul. Richtig lost. Juli, ich weiß jetzt leider nicht, was das ist, dieses Cheer. Hat mit 5 Bits gecheert. Ich bin da echt noch relativ neu drin. Ich sag einfach mal danke. was dieses Cheeren ist, ich habe keinen Plan.
könnte wahrscheinlich so das sein, so. Cheers, mein Freund. Sammy vorhin. Ah, okay. Kann da. Aber vorhin stand doch nicht cheert, gecheert drin, oder? Hey, spar dein Geld. Kommt sowieso bei dir alles irgendwann zurück. Ich muss kurz nochmal hier auf meinen. Jetzt. So. Was wieder? Das Tutorial an sich, da passiert noch nicht wirklich viel. Wir müssen einfach jetzt kurz hier ein paar Viecher niederknüppeln. Und dieser schwarze Ritter zum Beispiel, der begleitet uns gefühlt das ganze Spiel. Das war der Oberbösewicht. Ach, Juli. Danke dir. Nur für dich nochmal, solange diese Filmsequenz kommt. Ach ja. Ich bin gerade nebenher auch noch dran dabei, nach Emotes zu gucken, weil ich mir da auch welche erstellen will. So persönliche. Ich weiß auch schon ganz genau, welches ich nehme. Ich muss das erst noch alles erstmal umwandeln in eine andere Datei. Na, bei Twitch finde ich das immer ein bisschen doof, wenn ich da irgendwie was einfügen will, dann brauche ich das Bild in 3 verschiedene Pixelarten. Und dann muss ich das halt erstmal irgendwie konvertieren und. Ach, muss ich mal gucken. Juli, durch dich bin ich übrigens auf die Idee gekommen, dass ich statt. Du hast ja zum Beispiel bei dir Dragon Balls drin als Kanalpunkte. Ich kam irgendwie auf Bananenpunkte. Jo, jetzt mach nicht du auch noch weiter. Ehre. Alter, ich weiß nicht mal. Boah. Ihr spinnt heute. Lenia, ich danke dir für dein Follow. Mega. Dankeschön. Ich bin gerade, irgendwie kommen gar keine Alerts, oder? Woran liegt das? Oder seht ihr die Alerts? Weil eingestellt habe ich die auf OBS. Ich check da gerade echt nicht durch, warum die jetzt nicht angezeigt werden. Den Chat, den kann ich einblenden auf jeden Fall. Den könnten wir übrigens auch hier mal noch reinmachen. Ah, jetzt, da kommt der Alert rein. Aber total verzögert. Haha, Benny, zu was hast du Jesse? Liebe Grüße, Tali. Ach, Tali, ich grüße dich. Moin! Willkommen und ein kleiner Ton im Hintergrund. Okay, dann den Sound, den habe ich leider noch nicht eingefügt, aber die Animation. Ich habe das bei mir so ein bisschen so jetzt gehandhabt, dass wenn jemand mir ein Follow da lässt, dann kommt eben dieses ein wildes Pokémon im Prinzip, gehört jetzt zum Team so auf die Art. Habe ich mir so überlegt, so als kleiner netter Gag. Und den Sound muss ich natürlich noch reinmachen. Mein zweiter Monitor wird gerade ausgehen. Ich muss echt noch gucken, dass ich mir unbedingt hier mal einen gescheiten Monitor her tue. Ich habe jetzt im Moment gerade noch meinen zweiten Monitor als so ein Mini-Fernseher. Ich glaube 27 Zoll. Von der Größe passt es soweit, aber ja, der geht halt alle 4 Stunden oder so, will der ausgehen. Oder in der Einstellung könnte ich da auch mal nachgucken, da gibt es bestimmt auch irgendwas. So, wir müssen jetzt erstmal so die üblichen Laberquests einfach durchbuddern. Mit irgendwelchen NPCs halt kurz mal babbeln. Das haben wir relativ zügig erledigt. Wir müssen noch mit Colin. Ach stimmt, man kann hier übrigens in der Questliste auch rechts draufklicken. Dann läuft man automatisch dahin, wo man ran muss. Vielleicht für den Anfang gar nicht schlecht. Jetzt sind wir übrigens auch Level 1. Hier gibt es eine Tagesquest. Was kann man da machen?
Level 10 Geiers Würfel der Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch, Geiers. Du hast Level 10 erreicht und kannst diesen Würfel nun öffnen. Okay. Ah, hier können wir direkt so mitnehmen. Ach, nice. Und hier kann man eine Waffe wählen. Oha. Okay, jetzt können wir eine Waffe wählen. das kann ich jetzt auch noch nicht. Wir haben übrigens noch hier eine Tasche, die wir gleich mal anlegen können. Das Schwert buddel ich einmal kurz weg. Den können wir jetzt nicht öffnen, weil wir noch nicht Level 10 sind. Gut, halb so wild. So, zu Dorfbewohner York. Also am Anfang hat sich hier jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie was geändert. Hier zum Beispiel auf der Karte diese Kronen. Das sind so diese Bossmonster, glaube ich. Flummihäschen. Den übelsten Standardgegner zum ersten Gebiet. Irgendwie so Schleime, Pilze, Rehe, irgendwelche Wildtiere halt. Oh, sehe ich gerade, dass ich VIP bin. Natürlich, Juli. Das Mindeste. Ich habe mir eigentlich erst überlegt, dass ich dich vielleicht als Mod oder so rein tue, aber da du selber ja auch relativ häufig streamst und natürlich während in meinem Stream nicht noch bei mir irgendwie mit drin sein kannst, beziehungsweise da hin und her gucken, habe ich jetzt gesagt einfach VIP, was natürlich dein Name ein bisschen hervorsticht. Jetzt müssen wir zu Kane, um die Quest zu beenden. Also am Anfang haben wir echt nur die typischen Laber-Quests. Standard-MMO halt. Und Level Up. Wir sehen hier schon rechts an der Minimap. Wir schalten hier nach und nach echt enorm viel Zeug frei. Was haben wir hier oben? Ein Segen vom GM. EP beim Töten von Monstern. 30%. Oha. Juli, übertreib nicht, Junge. Ich weiß da nicht, wie viel ein Bit umgerechnet in Währung ist, aber übertreib mal nicht. Aber... Muss ich übrigens auch noch ein Emote irgendwie mal einfügen für Bits. Wobei vorhin kam eins, wo du die 100 Bits da reingeballert hast. Wie gesagt, ich habe den Affiliate-Status jetzt noch relativ neu. Ich muss mich da erst noch reinfuchsen, was es jetzt alles überhaupt Neues gibt. Und die eine oder andere Kleinigkeit habe ich schon alles eingestellt, aber kommt natürlich alles zu seiner Zeit. Juli, wie kommt es eigentlich, dass du gerade mal nicht am Stream bist? Gerade keine Lust, oder? Flavino Flummihase. Ah, du bist ja ein Flavino. Komm mal her. Kleiner Flavino. Komm, wir können hier mal im Webchat. Ich weiß nicht, ob wir da drin schon schreiben können, aber. Nee, halt, wir brauchen da irgendwie so ein Horn. Aber wir haben, weil ich auf meinem vorhandenen Account bisher spiele, haben wir hier noch diese Treuepunkte, die man einfach im Laufe des Spiels durch irgendwelche Erfolge etc. bekommt oder durch Bossmonster töten. Und da kann man sich eben in diesem Treuepunkt-Shop, also hier gibt es einmal den Echtgeld-Shop, wie ihr seht, hier habe ich noch ein bisschen Werbung, ich habe da natürlich mal reingecashed. kann man sich hier drin auch diverse Items so holen. Was es hier zum Beispiel in Aura Kingdom auch noch speziell gibt, ist eine Alchemie. Bin zu durch, hat die Tage sehr geschlaucht. Ja gut, du warst echt verdammt oft online, gell? Aber... Ja, läuft bei dir. Ja, und diese Alchemie zum Beispiel, da gibt es dann hier diese Drachenalchemie, wo man hier, das ist im Prinzip ein Glücksrad, nenne ich es mal, wo man hier einfach verschiedene Items rausbekommen kann. Und ich habe hier sogar auch noch ein bisschen Währung drauf. Und wir machen einfach just for fun mal jetzt eine Runde. Also wir klicken hier immer auf die Währung, und dann können wir hier einfach das Rad einmal rotieren lassen. Und jetzt bekommen wir eben Belohnung X, hier zum Beispiel schimmernder Stein der Reittierverfeinerung. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Damit kann dein Reittier auf L3 aufsteigen. Ja, wir machen einfach mal weiter. Erfahrungsschein. 40% mehr XP. Klingt eigentlich ganz cool. Aber ich würde sagen, wir probieren nochmal. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Cooleres. Ein Muster. Violette Rebe.
Ah, das müsste fürs Housing-System sein. 10 Fantasiepunkte, 3-mal. Wollen wir auch nicht. Premium-Erfahrungsschein. 50% mehr EXP. Ach, cool. Hier gibt es noch einen Luxus-Erfahrungsschein. Kostümvergabe. Gut, die müssen wir jetzt nehmen. Das ist jetzt, im Prinzip, es gibt bei den meisten Alchemien immer ein Loser-Gegenstand, nenne ich es mal. Und wenn man auf den dummerweise kommt, dann kann man nicht weiterspielen. Jetzt nehmen wir den einfach mal an. Komm, wir machen jetzt einfach Just for noch mal eine Runde. Luxus-Schatzjäger-Amulett. Fantasiepunkte wollen wir nicht. Schon wieder diese violette Rebe. Nochmal Fantasiepunkte. Mächtige Schmuckverstärkung. Ich glaube, die Dinger sind sogar was wert. Die würde ich sagen, nehmen wir mit. Gut, lassen wir einfach jetzt mal so. Ihr versteht's. Also im Prinzip ein Glücksrad und wenn man Glück hat, kommt eben was Nices raus. Ich wollte noch hier einmal ein Weltenhorn kaufen. Ich weiß nur nicht, wo es die gerade hier drin gibt. Muss ich kurz mal schauen. Kann man hier keine Weltenhörner kaufen? Ist schon mal doof. Ach, da sind sie doch. Stupid. Kaufen wir mal eins. Und es kommt direkt ins Inventar. Jetzt müssen wir hier einmal schreiben können. Schreiben wir mal live auf Twitch. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Sonsex-Gaming. Es wird alles klein geschrieben hier bei Twitch. Vielleicht bis gleich.